An einem urzeitlichen Fluss mitten in Afrika erzählt man sich die Legende eines Lebewesens, Mokele Mbembe genannt. Wie das Monster von Loch Ness ist es furchterregend und geheimnisvoll. Keine imaginäre Seeschlange, dieses Untier existierte wirklich. Nun sind Forscher nach Afrika gekommen auf der Suche nach einem Dinosaurier. Afrika vor über 200 Millionen Jahren. Inmitten einer riesigen sonnendurchglühten Wüste bietet eine Oase unzähligen prähistorischen Lebewesen Schutz. Hier regieren Insekten die Welt. In den Augen der Libelle ist dieses Refugium gigantisch. Außer Insekten leben hier primitive Amphibien und Krebse in der einzigen Wasserstelle im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Die meiste Zeit bleibt sie ein ruhiger Zufluchtsort. Längst ist diese Oase verschwunden. Äußerlich hat die Zeit keine Spuren von ihr übrig gelassen. In Südafrika erstreckt sich über 900.000 Quadratkilometer eine riesige wüste Landschaft, die als Karoo bekannt ist. In 1854 entdeckten Paläontologen hier den ersten Dinosaurier, den man bis dahin südlich des Äquators gefunden hatte. Zudem war er einer der frühesten Dinosaurier, die man kannte, Massus spondylus. Bis heute sind Wissenschaftler sich uneins über sein Alter. Die Schätzungen reichen von vor 220 bis 200 Millionen Jahren, also irgendwo zwischen Trias und Jura. Mit seinen 4 Metern Länge stand dieser Pflanzenfresser auf den Hinterbeinen, um in Bäumen zu äsen. Dabei benutzte er seinen Schwanz als Stütze. Obwohl er zuerst in Karoo entdeckt wurde, Massus spondylus stammt ursprünglich nicht aus Afrika. Denn zu seinen Lebzeiten sah die Welt ganz anders aus. Wenn Sie ein Dinosaurier im Afrika der frühen Trias wären, könnten Sie nach Südamerika wandern, nach New Mexico, nach Schottland oder quer durch Russland nach Indien. Das alles gehört zusammen. Zu Beginn der Trias, vor 245 Millionen Jahren, bestand die Erde zur einen Hälfte aus Wasser und zur anderen aus Land. Alle Kontinente waren in einer einzigen Landmasse miteinander verbunden, Pangäa genannt. Afrika lag in der Mitte, etwas unterhalb des Äquators. Das vorherrschende Kontinentalklima war sehr heiß und trocken. Südafrika war eine Wüste. Ein alles versengender Wind blies unablässig über das endlose Meer aus Sand und löschte jedes Leben aus. Ein Dinosaurier hätte hier wohl keine Chance gehabt. Die Wüste bot wenig Schutz. Aber damals wie heute entstanden um Wasserlöcher herum kleine Vegetationsinseln. Ein vorzeitliches Paradies mitten in einer trostlosen und ungastlichen Welt. Hier fand Massus spondylus Nahrung und Wasser.
Der nomadisierende Dinosaurier Massospondylus war wie geschaffen für lange, kraftraubende Wanderungen über große Wüstengebiete. Einem Kamel gleich speicherte er Nahrung und Wasser, um die nächste Oase erreichen zu können. Massospondylus war gut angepasst an seine Umwelt. Sein interessantestes äußeres Merkmal ist sein winziger Kopf. Roger Smith vom Cape Town Museum glaubt, dass dieser Dinosaurier der Entwurf war für das größte Landtier, das je gelebt hat. Das ist der Schädel eines Massospondylus. Er war ein kleiner, zierlicher Dinosaurier mit großen Augenhöhlen. Hier die kleinen Zähne eines Pflanzenfressers. Mit dem Voranschreiten der Evolution wurden einige dieser Saurier kleiner, andere entwickelten riesige Körper. Es entstanden die Sauropoden. Vor 205 Millionen Jahren riss die Erde auf. Glühende Lava quoll aus ihrem Innern hervor und kündigte ein neues Zeitalter an, den Jura. Unfähig, sich den veränderten Bedingungen schnell genug anzupassen, starb Massospondylus bald aus. Doch ein anderer Dinosaurier wird antreten, den frei gewordenen Platz in den afrikanischen Ebenen einzunehmen. In Bezug auf Größe war dieser Pflanzenfresser ein wahres Monster. Beinahe zufällig findet 1907 ein deutscher Bergbauingenieur, der in Ostafrika nach Mineralien sucht, etwas völlig Unerwartetes. Verstreut über eine Lagerstätte, die Tendaguru genannt wird und im heutigen Tansania liegt, stößt er auf die größte Ansammlung von Dinosaurierknochen, die je in Afrika bekannt wurde. Diese Entdeckung wurde Ausgangspunkt der aufwendigsten Expedition in der Geschichte der Paläontologie. Die Grabungsstelle erstreckte sich über 5 Quadratkilometer. Die Arbeiten in Tendaguru dauerten 5 Jahre. Im ersten Jahr beschäftigten die Deutschen 170 Eingeborene als Arbeiter. Im fünften Jahr war deren Anzahl auf 500 gestiegen. Da die Arbeiter teilweise von ihren Familien begleitet wurden, errichteten sie eine Stadt, in der schließlich 900 Menschen lebten. Zum Ende der Expedition hatte man Fossilien im Gewicht von 250 Tonnen ausgegraben. Ein nicht enden wollender Zug von Trägern, beladen mit 5000 Kisten, bahnte sich seinen Weg zur Küste. Dort traten die Knochen ihre Reise nach Berlin an, ins Museum für Naturkunde. Mehr als 10 Jahre vergingen, bis die Wissenschaftler sicher waren, dass sie die Knochen von neuen Dinosaurierarten entdeckt hatten. Die erstmalige Ausstellung der Skelette geriet 1920 zur Sensation. Insbesondere eines versetzte die wissenschaftliche Welt in Erstaunen. Und es fasziniert den Paläontologen Oliver Rauhut auch heute noch. Als dieser Dinosaurier gefunden wurde, war er das größte Landtier, das die Welt je gesehen hatte. Bis heute ist es das größte vollständige Dinosaurier-Skelett geblieben. Einer der größten, längsten und möglicherweise schwersten Dinosaurier, der je gelebt hat, Brachiosaurus, auch Armechse genannt, war ein riesiger, pflanzenfressender Sauropode. Ausgestattet mit gewaltigen Muskeln, getragen von säulenartigen Beinen, ähnelte Brachiosaurus einer gigantischen Giraffe. Vor 150 Millionen Jahren, im späten Jura, durchstreifte er Afrika. Die Welt, in der er lebte, war nicht durch Wüsten geprägt. Das Klima hatte sich verändert. Zum ersten Mal wuchsen in den Sanddünen Pflanzen. Im Frühling, wenn es regnete, ernährte sich Brachiosaurus von Blättern und jungen Trieben der üppigen Vegetation.
Aber im Sommer, in der Trockenzeit, war Nahrung nicht so reichlich vorhanden. Doch wie konnte ein so gewaltiges Tier wie Brachiosaurus überhaupt existieren? Sie gediehen, weil diese riesigen, langhalsigen Tiere hoch hinaufreichen konnten und auch noch die letzten Blätter auffraßen, die der Sommer übrig gelassen hatte. Wenn es notwendig wurde, stießen sie Bäume um und rissen die Barke ab, wie Elefanten es heute noch tun. In kargen Sommern kann Größe und Stärke zum Vorteil werden. Brachiosaurier beherrschten die Jura-Ebene. Aber nicht nur in Afrika waren sie zu Hause. 1877 wurden ihre Knochen 18.000 Kilometer westlich von Tendaguru gefunden, in den Badlands von Colorado. Vor 150 Millionen Jahren war Brachiosaurus der König der Welt. Aber dann geschah etwas, das sein Reich zerfallen ließ. Der Superkontinent Pangea begann auseinanderzubrechen. Während die Landmassen überall auf dem Globus in verschiedene Richtungen drifteten, taten sich im Indischen und Atlantischen Ozean riesige Spalten auf. Diese geologischen Veränderungen leiteten vor 135 Millionen Jahren das Kreidezeitalter ein. Während der Kreidezeit spaltete Afrika sich von allen anderen Kontinenten ab. Fern von Europa, Nord- und Südamerika wurde es zu einer Dinosaurierinsel mit einzigartigen Anpassungen. Derart isoliert entwickelten sich in Afrika Dinosaurier zu den merkwürdigsten Arten, die die Welt je gesehen hat. Fünfmal am Tag ruft der Muezzin in diesem uralten Dorf die Gläubigen zum Gebet. An der Nordküste Afrikas, zwischen Algerien und Libyen, liegt Tunesien. Die längst verlassenen Wohnsiedlungen scheinen aus den steilen Berghängen herausgemeißelt zu sein. Die Erbauer der alten Häuser wussten nicht, dass dieses urzeitliche Land einst von Dinosauriern regiert wurde, die noch dazu einen Hang fürs Bizarre entwickelten. Ein Tier tat sich da besonders hervor. In der Kreidezeit entstanden in Afrika absonderliche Kreaturen. Da gab es einen im Meer lebenden räuberischen Dinosaurier, eine Kombination aus Free Willy und T-Rex. 1998 kamen Dinosaurierjäger von der Bristol University in England hierher, um Fossilien zu suchen. 5 Tage und Nächte waren sie unterwegs und legten dabei 6.500 Kilometer zurück, bevor sie diese Siedlung erreichten. Die Stadt Tataduan liegt am Rande der Sahara an der Grenze zu Libyen. Doch die wissenschaftliche Reise endet hier nicht. Sie führt ins Unbekannte und sogar in eine längst vergangene Zeit. 1912 führte der deutsche Paläontologe Ernst Stromer eine Expedition in die Wüste im westlichen Ägypten. An der Bacharia-Oase legte er ein Skelett frei, das zu einem Untier zu gehören schien. Er nannte es Spinosaurus, Dornenechse. Entscheidend dafür war ein Segel, das mehr als 1,5 Meter aus seinem Rücken herausragte. Der zweibeinige Räuber war 15 Meter lang und wog 4 Tonnen. Doch viel mehr ist nicht bekannt über diesen Giganten aus Nordafrika. 1944 zerstörte ein Bombenangriff auch die nach München ausgelagerten Knochen des Spinosaurus. Danach
wurden höchstens noch vereinzelte Bruchstücke dieser Spezies entdeckt. Das Team der Universität von Bristol will unbedingt ein zweites Skelett finden. That's where the bones are going to be. I reckon, guys, if all these channels have got bones in, one of you lot's going to have to walk out. Reste von Spinosaurus wurden in verschiedenen Teilen Nordafrikas gefunden. In Africa, this kind of dinosaur. Diese Dinosaurierart lebte Millionen von Jahren in Afrika. Spinosaurier waren weit verbreitet und gehörten zu den größten unter den Fleischfressern. Sicher, Spinosaurier waren zahlreich, aber ihre Fossilien sind schwer zu finden. Dennoch, der Expeditionsorganisator Mike Benton ist optimistisch. Ich kam letztes Jahr auf Einladung tunesischer Paläontologen und Geologen hierher. Normalerweise erwartet man, die Knochen unter großen Anstrengungen ausgraben zu müssen. Aber hier liegen sie herum, man stolpert regelrecht darüber. Tausende von Dinosaurierknochen verteilen sich über ein Gebiet von 26 Quadratkilometern. Sie repräsentieren eine Artenvielfalt, die dem Team nie zuvor begegnet ist. Allein die Anzahl der Knochen an dieser kleinen Stätte ist umwerfend. Es sind die eines großen Sauropoden. Doch nicht nur Knochen haben hier überdauert. Der Geologe Clive Truman hat Beweise für den Wechsel der Jahreszeiten vor 100 Millionen Jahren gefunden. Die Jahresringe dieses fossilierten Baumstamms zeigen, dass es einen jahreszeitlich bedingten Klimawechsel gegeben hat. Während der feuchten Jahreszeit war das Wachstum stärker. Ich vermute, dass es hier einst so ausgesehen hat wie heute in den Everglades oder im Mississippi-Delta. Ein Zeitreisender würde das Tunesien der Kreidezeit kaum wiedererkennen. Im Frühling läge ein üppig bewachsenes Delta vor ihm. Ein Fluss, angeschwollen von Regenfällen, nähme seinen Lauf durch immergrüne Wälder. Ganze Herden pflanzenfressender Dinosaurier suchten an den Ufern nach zarten, jungen Schößlingen. Krokodile aalten sich in der Sonne oder gingen im Wasser auf die Jagd. Dort wimmelte es von primitiven Schildkröten, Panzerfischen und kleinen Süßwasserhaien. Das urzeitliche Delta ist längst verschwunden. Aber der französische Paläontologe Eric Buffetot glaubt, hier Überreste des Spinosaurus finden zu können. So etwa sehen die Spinosaurus-Fossilien aus, die in den letzten Jahren gefunden wurden. Dieses Kieferfragment stammt aus Marokko. Man kann die Augenhöhlen erkennen. Seit wir in Tunesien suchen, haben wir ein ähnliches Kieferteil gefunden. Der Kieferknochen ist ein vielversprechender Anfang. Aber Eric hofft, dass er mehr von Spinosaurus findet. Dann entdeckt das Team ein kleines Fossil, dessen Bedeutung aber kolossal sein könnte. Das ist der Teil einer Rippe. Der riesige Durchmesser beweist, dass er von einem großen Tier stammt. Dave Matil und Shamir Bouaziz von der Universität in Sfax in Tunesien haben vielleicht eine Sensation freigelegt. Möglicherweise handelt es sich um einen Spinosaurus-Zahn. Im Basislager diskutieren die Teammitglieder am nächsten Tag über den Zweck des höchst bizarren Merkmals des Spinosaurus, jenem großen Segel auf seinem Rücken. I reckon that its function was probably sexual. This was full of blood vessels and could be used
to control the temperature of the animal, the body temperature. That's a radiator, blood going through. Or the other way around, on a cold morning, it would have warmed up. Jeder der Wissenschaftler scheint seine eigene Theorie zu favorisieren. Das Segel könnte leuchtend gefärbt gewesen sein, um eine Partnerin anzulocken. Oder es wirkte wie eine Solarheizplatte, die Wärme speichert. Möglicherweise funktionierte es wie ein Kühlaggregat oder wurde, wenn Nahrung knapp war, als Fettspeicher benutzt. Wie der Höcker eines Kamels. Um Gewissheit zu erhalten, müsste man mehr Fossilien finden. Und die Entdeckung weiterer Spinosaurus-Zähne deutet darauf hin, dass man auf der richtigen Spur ist. Einige der Zähne, die wir hier fanden, passen perfekt in den Kiefer. Sie ähneln denen von normalen, fleischfressenden Dinosauriern. Die abgerundeten, kegelförmigen Zähne eignen sich nicht zum Zerschneiden von Fleisch. Sie sehen wie die Zähne eines Krokodils aus. Die kegelförmigen Zähne lassen vermuten, dass Spinosaurier wie Krokodile ihre Beute im Wasser suchten. Mit einem Maul voller Dolche ist es ja auch nicht allzu schwierig, einen glitschigen Fisch zu fangen. Wenngleich das Hauptaugenmerk Spinosaurus gilt, das Team findet auch winzige Bruchstücke von unzähligen anderen Lebewesen. Und so entsteht Stück für Stück die Rekonstruktion eines tragischen Tages im Tunesien von vor mehr als 100 Millionen Jahren. Der Fluss schien ruhig, doch kilometerweit entfernt braute sich eine Katastrophe zusammen. Urplötzlich kommt es zu einer Sturzflut. Hunderte ahnungsloser Dinosaurier werden fortgeschwemmt. Von der Gewalt der Wassermassen werden ihre Körper zerschmettert und über das Delta verstreut. Diese urzeitliche Tragödie zerstört alle Hoffnungen darauf, das vollständige Skelett eines Spinosaurus zu finden. Aber dann hat Dave Mathill doch noch Glück. Gerade haben wir diesen erstaunlichen Zehenknochen gefunden. Er stammt wahrscheinlich von einem Raubsaurier, vielleicht von Spinosaurus. Nun können wir ihn von den Zehen an aufwärts rekonstruieren. Der vollständige Spinosaurus bleibt ein Wunschtraum. Am Ende der Expedition zieht Dave Mathill das Resümee. Neben all den Dinosaurierfossilien fanden wir eine Menge solcher kleinen Fischzähne. Derart viele, dass ich annehme, hier war einst ein Fluss. Er muss nur so gewimmelt haben von Fischen. Aber da sind auch Zähne von einem großen Raubsaurier, der sich möglicherweise von Spinosauriern ernährt hat. Das ist ein Zahn vom größten fleischfressenden Dinosaurier Afrikas, Carcharodontosaurus. Vielleicht war Spinosaurus eines der größten Raubtiere, das den Kontinent durchstreift hat. Aber wenn Carcharodontosaurus ihm auf den Fersen war, dann musste er um sein Leben rennen. Die Sahara. 9 Millionen Quadratkilometer Leere. Eine Extremlandschaft.
Die gleißende Sonne und die unerträgliche Hitze lassen selbst die zähesten Geschöpfe Schutz suchen. ...1995 überquert eine Expedition auf dem Weg in die Sahara die Salzebenen Südmarokkos. Paul Cirino, ein Paläontologe von der University of Chicago, kennt die Wüste. Die Sahara ist geradezu fantastisch. Man berührt Boden, der nie zuvor von Forschern betreten worden ist. Unzählige Fossilien erzählen vom Leben der Dinosaurier, die einst in die Isolation gedrängt wurden und sich zu ganz eigenen Arten entwickelt haben. Fast ein Jahr brauchte Cirino, um dieses Wagnis zu organisieren. Und 4 Wochen, um an den Ort seiner Träume zu gelangen. Wie viele andere vor ihm ist auch er hinter Spinosaurus her. Ausgerüstet mit den geologischen Messkarten von Südmarokko erreicht das Team den Ort Andoual im Atlasgebirge. Die Ausläufer des Atlas sind fast 100 Millionen Jahre alt. Grund genug für Hans Larsen und Paul Cirino, die Sedimente auf die Wahrscheinlichkeit hin zu prüfen, dass hier Dinosaurier begraben sein könnten. Eine der schnellsten Möglichkeiten, Sedimente zu bestimmen, ist, sie im Mund zu zerkauen. Mit nur einem oder zwei Bissen kann man erkennen, wie viel grober Sand in einem Stück Sediment ist. Sedimente enthüllen, ob das Land einmal Wald bestanden, ein Flussbett oder eine Wüste war. Dieser Boden ist mit Gips versetzt, einem Mineral, das auch in salzhaltigen Wässern entsteht. Verdunstet das Wasser, bleibt Gips zurück. Die Schicht ist fast Meter dick. So viel Gips habe ich noch nie gesehen. Vor 100 Millionen Jahren waren Seen und Sümpfe in dieser Gegend stark salzhaltig. Auch für Dinosaurier war das Wasser ungenießbar. Die Chance, hier Fossilien zu finden, ist deshalb mehr als gering. Das Forscherteam ist auf dem Weg in eine Region Südmarokkos, die Kemkem genannt wird. Nahe der algerischen Grenze gelegen, steigen die Temperaturen hier auf mehr als 50 Grad Celsius an. Wenn die Sonne am höchsten steht und die Luftfeuchtigkeit nicht mehr messbar ist, scheint alles Leben den Atem anzuhalten. Ungeachtet dessen durchkämmt das Team 40 Tage und Nächte die Wüste. Und gerade als man im Begriff ist, aufzugeben, geschieht etwas Unerwartetes. An diesem Morgen war ich wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, denn einer meiner Stiefel fiel ins Wasser. Und so entschloss ich mich, mit einem Stiefel und einer Sandale zur Grabungsstelle zu laufen. Ich sagte zu Jeff, dass ich den längeren Weg nehmen würde, denn der war bequemer. Gabriel kam nicht pünktlich zum Mittagessen und wir machten uns Sorgen. Auf dem Weg stolperte ich über einen unglaublichen Fund. Doch das wusste ich in diesem Augenblick noch nicht. An der von Gabriel Leone bezeichneten Stelle entdeckte das Team ein Knochenlager. Und einer der Knochen elektrisierte die Wissenschaftler geradezu. Mehr als einen Meter lang könnte er die Speiche aus dem Segel eines Spinosaurus sein. Am gleichen Abend begann Cirino im Lager die Knochenstücke zusammenzusetzen. Ich nahm das erste Fragment und legte es an seinen Platz. Während die Stunden verstrichen, traute ich kaum meinen Augen. Ich konnte einfach nicht glauben, was da entstanden war. Cirino, ein Experte für die Rekonstruktion von Dinosauriern, war wie vom Schlag gerührt. Der Knochen gehörte nicht zu Spinosaurus. Es war das Schulterblatt eines vollkommen unbekannten Dinosauriers. Cirino taufte ihn Delta Dromaeus, Deltaläufer. Ein 10,5 Meter langer Raubsaurier mit kurzen Armen und langen Beinen, der so gebaut war, dass er seine Beute mit Höchstgeschwindigkeit jagen konnte. Thank you.
Delta Dromeus lebte vor 70 Millionen Jahren während der ausgehenden Kreidezeit, als die trockene Wüste Marokkos ein subtropisches Paradies war. In den Wäldern pulsierte das Leben. Große Baumfarne, die die Ufer eines Flusses säumten, lockten ganze Herden hungriger Pflanzenfresser an. Und wo es Beute gibt, da lauern Gefahren. Es scheint, dass Delta Dromeus nicht der einzige Fleischfresser war, der hier gejagt hat. An vielen Stellen fanden Cirino und sein Team riesige Zähne, denen von Haifischen ähnlich. Irgendwo in dieser Einöde lauerte ein unbekannter Räuber auf sie. Afrika ist wissenschaftlich gesehen noch immer Neuland. Nirgendwo sind die reichhaltigen Schätze der Vergangenheit so frei zugänglich. Dennoch ist nur wenig bekannt über sie. Auch wenn sie nirgendwo so frei zugänglich sind wie in der Sahara, Dinosaurierknochen sind so schwer zu finden wie die Nadel im Heuhaufen. Nach 8 Wochen in der Wüste ist das Team erschöpft. Die Expedition war mörderisch, aber sie hat sich gelohnt. Und noch ist sie nicht zu Ende. Wir hatten nur noch ein paar Tage Zeit und erkundeten eines der letzten Areale, das wir uns ausgesucht hatten. Diesmal war das Glück auf meiner Seite und wieder kam es völlig unerwartet. Ich sah diese Gesteinsschicht und plötzlich entdeckte ich einen Haufen Knochenteile. Gefährlich nahe am Rand eines steilen Gesteinssockels begann das Team, Cirinos Zufallsentdeckung freizulegen. Cirino hatte einen der furchterregendsten Dinosaurier gefunden, der sich in Afrika entwickelt hat. Ihn zu finden war eine Sache. Eine halbe Tonne Felsplatten den Berg hinunter zu transportieren, eine andere. Aber die Anstrengungen haben sich gelohnt. 1996 stellte Paul Cirino der Welt seine Entdeckung vor. Mit 1,5 Meter Länge war der Schädel nicht nur der größte, sondern auch der vollständigste, der je in Afrika gefunden wurde. Carcharodontosaurus, was so viel wie Heizahnreptil bedeutet, hatte meterlange Sehnen an seinen kräftigen Hinterbeinen, mit denen er eine nicht zu übertreffende Geschwindigkeit erzeugen konnte. Doch seine wirkungsvollste Waffe waren die furchtbaren Kiefer. Carcharodontosaurus stellt die Spitze einer Entwicklungslinie dar. Wenngleich einem Tyrannosaurus ähnlich, seine Einzigartigkeit ist unbestritten. Afrika macht deutlich, dass die Evolution im Lauf der Zeit aus der gleichen Grundform neue Varianten entwickelt hat. Voraussetzung war die Isolation. Der afrikanische Carcharodontosaurus hat im Wesentlichen die gleiche Größe erreicht wie Tyrannosaurus, der jedoch von einer vollkommen anderen Dinosaurierlinie abstand. Die Isolation schnitt Afrikas Dinosaurier voneinander ab, aber auch von denen der übrigen Welt. Und so entstanden nach und nach Tiere, die es nirgendwo sonst auf der Erde gab. Für die Dinosaurier Afrikas war das Dasein ein ständiger Kampf ums Überleben. Denn jeder von ihnen strebte nach einem Platz an der Spitze der Nahrungskette. Aber eine solche Position konnte schon bei geringfügigen Umweltveränderungen zur Gefahr werden. Und in Afrika fand ein enormer Wandel statt.
Am Ende der Kreidezeit stieg der Meeresspiegel überall auf der Welt an. Als Ergebnis dessen wurde Nordamerika durch ein Binnenmeer geteilt. Dasselbe geschah auch in Afrika. Nordafrika wurde von Südafrika getrennt und damit auch die dort lebenden Tiere. Von Osten her flutete Meerwasser ein und teilte den Kontinent in zwei Hälften. Etliche Meerestiere wanderten zwischen den beiden Ozeanen hin und her, was eine bis dato einmalige Mischung von Arten verursachte. Aber auf dem Land waren die afrikanischen Dinosaurier jetzt voneinander getrennt. Für den Paläontologen Billy de Klerk vom Albany Museum im südafrikanischen Grahamstown öffnet diese Isolation ein weiteres faszinierendes Kapitel der Dinosaurier-Evolution. Tief im Süden Afrikas liegt eine 2600 Quadratkilometer große Region, die als Kirkwood-Formation bekannt wurde. Hier haben die Steine Leben bewahrt, das bis in die Anfänge der Kreideperiode vor 135 Millionen Jahren zurückreicht. Natürlich war die Vegetation anders. Es gab damals nicht diese üppig blühenden Pflanzen. Allerdings gediehen große Bäume, ähnlich dem Gelbholz. Das ist so ein Gelbholzfossil in Form eines etwa 135 Millionen Jahre alten Steins. Diese Baumart wächst noch immer in Südafrika. Das deutet darauf hin, dass Afrika über Millionen Jahre bis zum heutigen Tag stabil geblieben ist. Auch heute noch ist Afrika wild und urwüchsig, wenn auch nicht mehr ganz so wie vor 135 Millionen Jahren. Noch immer gilt, fressen oder gefressen werden und nur die Besten überleben. An der Spitze der Nahrungskette ein Fleischfresser, der einen arglosen Pflanzenfresser beschleicht. Die größten Landtiere der Welt grasen in Herden, ähnlich den riesigen Sauropoden vor Millionen von Jahren. Im Shamwari-Wildreservat findet man häufig die Knochen großer Dinosaurier. Aber 1997 kam es zu einer Entdeckung, die zeigt, dass Afrika nicht nur von Giganten bevölkert war. Vor kurzem fanden wir diese gänzlich andersartigen kleinen Dinosaurier. Wir stehen also erst ganz am Anfang ihrer Erforschung. Vielleicht werden sie sich als ebenso merkwürdig, wunderbar und bizarr erweisen wie die, die man in Nordamerika gefunden hat. In dieser Felsformation fand Billy de Klerk ein Lebewesen, das einzigartig ist in Afrika. In diesen Sedimenten haben wir ihn entdeckt. Einen extrem wichtigen Dinosaurier. Der sehr kleine Fleischfresser war der Wissenschaft bisher unbekannt. Er ist außerordentlich gut erhalten. Und wir haben ihn Kirky getauft. Kirky, nach der Kirkwood-Formation benannt, wo er entdeckt wurde, lebte vor 135 Millionen Jahren. Ein flinker, zweibeiniger, etwa hühnergroßer Räuber, der sich von kleinen Echsen und Insekten ernährte. Aber er folgte auch den Spuren seiner gigantischen Cousins. Im Zeitalter der Titanen muss das Überleben für einen Dinosaurier von Kirkys Größe nicht ganz einfach gewesen sein. Aber Billy de Klerk gibt zu bedenken, dass Größe nicht immer vorteilhaft ist. Für Kirky hielt der Waldboden einen ständig gedeckten Tisch bereit. Kirky hat sich dem Nahrungsangebot seiner Zeit angepasst. Als wir das Exemplar präparierten, fanden wir Echsenreste in seinem Verdauungstrakt. Vielleicht sein letztes Mittagessen. Was seine Ernährung anging, war er ein Opportunist. Er nahm, was er fand. Und das reichte ihm. Kirky hatte es gar nicht nötig, ein großer Dinosaurier zu werden. Zwei Dinosaurier aus zwei voneinander isolierten Welten. Warum Lebewesen wie Kirky so klein waren, während andere wie Carcharodontosaurus so groß wurden, bleibt eines der vielen Rätsel der Evolution. Doch unter Wissenschaftlern ist man sich einig, dass eine Antwort irgendwo in Afrika liegt.
Afrika hat eine sehr komplexe Entwicklung genommen. Der Norden Afrikas ist verschieden vom Süden. Und beide Teile wiederum unterscheiden sich von Madagaskar. Madagaskar ist eine Insel voller Magie und Geheimnisse. Nichts ist hier so, wie es scheint. Vor 75 Millionen Jahren wurde dieser kleine Kosmos auf den Kopf gestellt. Scheinbar von der Zeit vergessen, wurde Madagaskar eine Heimstatt von Außenseitern, von Nicht-Angepassten. Hier ist das Normale ungewöhnlich und absonderlich. Diese Tiere und Pflanzen sind der lebende Beweis, dass in der Isolation nichts unmöglich ist. Inseln sind oftmals Zufluchtsorte, natürlich entstandene Reservate. Wenn Sie 30 Millionen Jahre in unserer eigenen Geschichte zurückblicken wollen, dann kommen Sie nach Madagaskar. Dort finden sich primitive, affenähnliche Geschöpfe, Lemuren genannt. Überall sonst sind sie verschwunden, aber diese Insel hat sie vor allen Räubern geschützt. Wie Lemuren sind die meisten der Geschöpfe, die auf Madagaskar leben, nirgendwo sonst auf der Welt anzutreffen. In der Hoffnung, dass Madagaskars Dinosaurier vor 75 Millionen Jahren ebenso einzigartig waren, kam 1996 ein Wissenschaftsteam auf die Insel. Dem Teamleiter Dave Krause von der State University of New York hatten sich Katie Foster, Spezialistin für prähistorische Vögel, und der Paläontologe Scott Sampson angeschlossen. Auch Madagaskars einzigartige geologische Geschichte hat die Wissenschaftler angelockt. Bevor es zur Insel wurde, lag es zwischen drei Kontinenten. Madagaskar gehörte zu Afrika, bevor es sich vor etwa 150 Millionen Jahren von dieser Landmasse löste. Außerdem war es mit Indien verbunden, das wiederum Zugang zur Antarktis und damit nach Südamerika hatte. In der späten Kreidezeit, vor 80 Millionen Jahren, zerbrach die Landverbindung zu Indien. Madagaskar war isoliert und mit ihm alle seine Tiere und Pflanzen. 480 Kilometer vor der südöstlichen Küste Afrikas gelegen, ist Madagaskar heute die viertgrößte Insel der Welt. Ihre Landmasse umfasst beinahe 600.000 Quadratkilometer. Das Team konzentriert sich auf den nordöstlichsten Zipfel der Insel, nahe der Stadt Mayunga. Die Chance, Dinosaurierknochen zu finden, ist groß. Der Boden ist mit Fossilien übersät. Und schon bald hat Scott Sampson etwas Interessantes entdeckt. Die Knochen erodieren zusammen mit dem Gesteinsmaterial. Unten am Berg liegen nur Bruchstücke. Das Skelett, wenn es eines gibt, befindet sich also wahrscheinlich eher im Berg selbst. Es liegt auch nicht allzu viel Sediment über den Knochen. Das macht es uns leichter, unter Einsatz von Hacken und Schaufeln herauszufinden, ob da tatsächlich ein Dinosaurier begraben liegt. An mehreren vielversprechenden Grabungsstellen macht sich das Team unverzüglich daran, große Knochen freizulegen. Aber diese beiden winzigen braunen Fragmente, die Katie Foster entdeckt hat, könnten zum wichtigsten Fund werden. Es könnte der Flügel eines Vogels sein, möglicherweise der ganze Körper. Wir sind nicht sicher, aber im Labor wird es sich herausstellen. Fossilien urzeitlicher Vögel sind äußerst selten und wurden in der südlichen Hemisphäre so gut wie nie gefunden. Der erste und berühmteste Vogel wurde 1861 in Süddeutschland entdeckt. Archaeopteryx, was so viel wie urzeitlicher Flügel heißt, war halb Dinosaurier und halb Vogel. Das Tier gilt als frühestes Beispiel für ein Lebewesen mit gefiederten Flügeln. Eine Fossilie, in der ein Meilenstein der Evolution eingefangen ist. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts Archaeopteryx erstmals beschrieben wurde, ist er als der älteste und primitivste Vogel anerkannt. In jüngerer Zeit hat es zahlreiche Entdeckungen gegeben, einschließlich der unsrigen, die die Stellung des Archaeopteryx erschüttern. Langsam kommt etwas Licht in diese wenig erkundete Phase der Evolutionsgeschichte. ...1998 konnte Katie Foster ihren urzeitlichen Vogel zusammensetzen.
Brahonavis, wie er genannt wurde, der bedrohliche Vogel, lebte vor 70 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit. Der kleine, etwa krähengroße Raubvogel hatte einen langen, reptilienartigen Schwanz und in seinem Maul steckten scharfe, gezackte Zähne. Der lange Schwanz ist schon ziemlich ungewöhnlich. Und dann fanden wir am Ende des linken Beins diesen wunderschönen Fuß. Am Fußende befand sich eine große, sichelförmige Kralle. Identisch mit denen von räuberischen Dinosauriern, wie dem Velociraptor. Wahrscheinlich war er ein überaus guter Beutegreifer. Man kann sich vorstellen, wie er sich mit seinen großen, tödlichen Krallen auf kleine Beutetiere herabstürzt. Wie er kleine Säugetiere, Fische und Echsen jagt. Er war sicher ein ziemlich gefährlicher kleiner Räuber. Brahonavis ist ein Vogel. Aber wer waren seine Vorfahren? Die Theorie, die besagt, dass Vögel von Dinosauriern abstammen, ist ein Jahrhundert lang heiß diskutiert worden. Wenn Brahonavis fliegen kann, könnte er ein Bindeglied in der evolutionären Kette sein. Was brauchen wir noch? Da ist ein Vogel mit einem langen Schwanz und einer großen Reptilienkralle sowie zahlreichen anderen Merkmalen, die ihn direkt neben den Archaeopteryx stellen. Er scheint mir ein überzeugendes Bindeglied zwischen Dinosauriern und Vögeln zu sein. Brahonavis kreiste über einer prähistorischen Welt, die sich in 70 Millionen Jahren kaum verändert hat. Ein paar Kilometer von seinem Nest entfernt breitete sich ein Flussdelta aus, in dem es von Fischen wimmelte. Am Flussufer lagen frühzeitliche Krokodile, während kleine Säugetiere und Echsen durchs Unterholz hasteten. Eine Herde hungriger Dinosaurier war keine Bedrohung für einen fliegenden Räuber. Aber selbst die Vögel schreckten zurück vor dem Anblick eines finsteren Geschöpfes, das zwischen den Bäumen lauerte. Scott Sampson ist auf der Spur eines urzeitlichen Serienmörders. Zu den häufigsten Fossilien, die man hier findet, gehören solche gezackten Zähne. Wir haben hunderte dieser Zähne entdeckt, aber nicht das dazu Spezies. Sie nannten sie Majungatholus, ein 9 Meter langer, zweibeiniger Fleischfresser, der vor 70 Millionen Jahren Madagaskar in Atem hielt. Sein verblüffendstes Merkmal war der Schädel. Das ist der Schädel, den wir 1996 fanden. Wir haben ihn zusammengesetzt und einen Abguss davon angefertigt. Herausgekommen ist einer der vollständigsten und besterhaltenen Schädel, die je gefunden wurden. Der Schädel ist der aussagekräftigste Teil der Anatomie eines Dinosauriers. In ihm sind 95% der Informationen darüber enthalten, wie das Tier gelebt hat. Der Schädel ist immer ausschlaggebend. Wenn Sie mit einer Person Kontakt aufnehmen, sehen Sie sich deren Gesicht an. Unter Tieren ist das ähnlich. Die Beschaffenheit des Schädels und seine Ausprägungen verraten eine Menge über seinen Träger. Der Schädel des Majungatholus ist einzigartig, ja geradezu bizarr. Seine unebene Oberfläche schmücken große Höcker. Einer über der Stirn, ein anderer auf dem Hinterkopf. Angesichts dieses sonderbaren Aussehens spekulieren Wissenschaftler darüber, dass Majungatholus der hässlichste Dinosaurier gewesen sein könnte, den es je gab. Wie aber hat Majungatholus seinen Lebensunterhalt bestritten? Sehen wir uns seine Zähne an. Das ist der Unterkiefer, besetzt mit sägemesserartigen Zähnen. Dieses Tier ist ein entfernter Cousin des Tyrannosaurus Rex. Er ist definitiv ein Fleischfresser. Möglicherweise ernährte er sich von den Sauropoden, die zur gleichen Zeit auf Madagaskar herumliefen. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, dass es während der Spätkreidezeit ein größeres Tier auf Madagaskar gegeben hat. Vielleicht war Majungatholus der Raubsaurier dieser Zeit. Majungatholus
Mayunga Tolos Schreckensherrschaft ist vorüber, aber viele Rätsel sind noch nicht gelöst. Woher kamen die bizarren Dinosaurier Madagaskars? Wer waren ihre Vorfahren? Wie die Geschöpfe, die heute hier leben, waren auch die Dinosaurier, die einstmals diese Insel bewohnten, anders. Madagaskar bleibt so rätselhaft wie Afrika. Der Kontinent, mit dem es voll...